So, ich bin gerade ein Level gestiegen, allerdings noch kein Character Level, sondern erst mit meiner Klasse und kann deswegen wieder hier ein wenig upgraden. Man hat hier auch zwei Tabs in der Liste der aktuellen Klasse. Da sind einmal alle Fähigkeiten und dann die Klassenfähigkeiten. Hier alle Fähigkeiten, die kann ich jetzt einige Male upgraden. Allerdings wird dafür Silber abgezogen, also einfach von dem ganz normalen Silber, welches man in der Tasche hat. Unter B habe ich 377 Silber. Dieses Silber wird durch diese Upgrades abgezogen. Das heißt, wenn man nicht so viel Silber hat, sollte man sich da schon überlegen, welche Skills man jetzt upgraden möchte. Bei mir geht das Silber jetzt auch schon runter, aber das ist sich noch alles ausgegangen. Ja, und hier rechts haben wir noch die Klassenfähigkeiten. Da ist jetzt zum Beispiel nur Lebensrettung die eine Klassenfähigkeit und für diese zum Upgraden braucht man KP. Und da unten haben wir noch die klassenspezifischen Talente. Das sind passive Skills, das heißt keine Skills, die man direkt einsetzen kann, sondern eben wie gesagt, die wirken immer, die sind passiv und dafür braucht man Wissenspunkte. Ich habe jetzt hier zwei Wissenspunkte, die könnte ich jetzt hier verteilen. Allerdings habe ich mich da noch nicht so eingelesen, was da am besten wäre, deswegen will ich hier noch nichts falsch machen. Die kann man zwar resetten, allerdings glaube ich, ja, wäre schon schlau, wenn ich mich da vorher noch einlese. Zum Beispiel gibt es hier religiöses Wissen. Für jedes Level erhöht sich die Willenskraft um 1%. Wenn ich das also aktiviere mit einem Wissenspunkt und ich bin Level 10, habe ich dann praktisch 10% mehr Willenskraft. Und das ist schon nicht schlecht. So, ich bin jetzt auch hier bei der Quest dabei und muss noch einige von diesen Sporen sammeln und die Pilzoide jagen. Da, die haben wir hier. Die sind jetzt schon Level 6. Das ist schon recht ordentlich. Ich bin jetzt Level 7. Und Level 2 sollte dann auch bald mit den Charaktererfahrungspunkten steigen. Vorbeugung, Kurieren, Tornado, ja. Also wirklich viele DPS-Attacken hat jetzt mein Priester hier zum Beispiel nicht. Auch irgendwie klar, aber da kommt man eben beim Alleinespielen nicht so schnell voran. Ich habe jetzt hier auf der 2 eben Airshock, das ist ein Single DPS und auf der 3 Tornado ein Area of Effect. Allerdings muss man da schon aufpassen, sonst macht man hier einen AOE und pullt dann gleich irgendwie 5 Mobs. Und als Priester schaut es dann zappenduster aus. Die Quest ist erledigt, ich könnte jetzt wieder mit meinen Portalsteinen da zurückreisen. Aber das ist ja wie gesagt direkt hier um die Ecke, deswegen laufe ich da einfach so hin und bin auch schon da. Genau, das hier ist zum Beispiel eine von den noch kommenden Rassen, die es im Spiel geben wird. Das sind diese Bären in männlich und weiblich, sehen recht cool aus, ziemlich starke Brocken. Momentan gibt es eben wie gesagt nur die Menschen. So, wähle eine Questbelohnung. Ja, beim Questbelohnungen auswählen wird es dann immer etwas schwierig, weil man sich da überlegen muss, für welche Klasse möchte ich denn jetzt die Questbelohnung nehmen. Ausweichpunkte oder... Ich nehme den hier und bin ein Level gestiegen, jawohl, und jetzt sogar Charakterlevel. Das heißt, ich wechsle jetzt mal meine Klasse und zwar zum Magier, der teilt ordentlich aus. Hier auf Wechseln, schon bin ich ein Magier und da ich jetzt auch im Level gestiegen bin, kann ich hier die Fähigkeiten upgraden. So, das wäre erledigt. Was muss ich jetzt für die nächste Quest machen? Hügel der Stille. Bericht erstatten, sprich mit Seelenwächter. Da teleportiere ich mich jetzt mal schnell hin. So, da bin ich. Was macht ihr hier? Wenn ihr eine Weile hier bleiben möchtet, kann ich eure Seele verwahren. So, das war's. Dann reise ich mal wieder zurück zum Polizisten Barmen und bei dem kann ich hier die Quest abgeben. Der gibt mir auch gleich das nächste für 3 Lebenspunkt-Tränke. Und oje, ich sehe schon wieder... Die Quest hat mir so viele Erfahrungspunkte gegeben, dass ich sogar schon wieder fast ein Klassenlevel aufgestiegen wäre. Da sind wir jetzt hier in der ersten großen Stadt hier bei Glocking an der See. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren, vor allem wenn am Anfang hier so viele Spieler sind. Also das ist schon recht groß, wenn man da mal einen kleinen Blick hineinwirft.
Ich mache jetzt aber diese Quest und zwar muss ich die Quallen jagen. Wo werde ich die wohl finden? Ich bilde mir ein, die habe ich schon mal gesehen. Wo läuft er hin? Okay, auf der Karte sehe ich es direkt hier zum See. Naja, wo sind die Quallen denn sonst? Und ich muss auch diese Einsiedlerkrebse jagen. Genau, da sind die auch schon. Na gut, dann werde ich mir doch mal die Vorteile eines Magiers zunutze machen und hier demonstrieren, wie man hoffentlich nicht stirbt. Oh. Ja, jetzt wird's interessant. Das könnte jetzt spannend werden. Ich habe mir hier gerade die halbe Zone zusammengepult. Werd dann jetzt hoffentlich... Wow, der dauert aber lange zum Casten. Aber dafür sind die dann eingefroren. Ja, das nennt man übrigens Kiten. Das kann man in Eden Eternal recht gut. Das können zum Beispiel Baden auch ganz gut. Oder eben Magier, da ist es allerdings schon ein bisschen schwieriger. Wenn man da einmal kurz stehen bleibt, kommt man schon unter Beschuss. Aber jetzt probiere ich es noch einmal. Und dann hätte ich gleich 4 von denen auf einmal. So, und da bin ich gestorben. Ja, das war jedenfalls ein Versuch. Wenn die nicht so stark wären, hätte ich das auch geschafft. Ja, hier beleben. Hügel der Stille war jetzt nicht so weit entfernt. Sterben muss man auch mal. Mal schauen, was es hier für Nachteile gibt. Was habe ich hier? Schwach, noch 2 Sekunden. Unbesiegbar. Schwach und unbesiegbar. Jawohl, das passt ja gut zusammen. Okay, gut. Die wollten nicht wirklich, dann muss ich sie eben einzeln jagen. Soll auch kein Problem sein. Der Magier ist ja da wirklich top ausgestattet mit seinen verschiedenen Angriffen. Und da bin ich jetzt auch im Level gestiegen. Und kann wieder upgraden. Blitzschlag und Schneesturm. Ja, vielleicht hätte ich es jetzt mit dem neuen Level geschafft. So, einen Quest-Gegenstand habe ich schon gefunden von den Einsiedlerkrebsen hier. Winterkälte ist übrigens ein Spell, da wird der Gegner kurz, ja, bleibt an Ort und Stelle stehen. Und den sollte man eigentlich als erstes einsetzen. Das sollte eigentlich der erste Spell sein, werde ich beim nächsten Mal machen. So, ein Trank wäre noch nicht schlecht. Da haben wir auch schon die Quallen, jawohl, die sind Level 8. Ja, okay, jetzt ist mir alles klar. Die sind schon ein bisschen höher als die vorigen Gegner. Blitznetz könnte ich auch verwenden. Jo, da gab es einen Lebenstrank. Man kann auch, das war gerade, wieso hier meine Maus jetzt so eine Lupe hatte, wenn man einen Spell wählt, ohne einen Gegner im Visier zu haben, dann wird aus der Maus hier so, ich weiß gar nicht, was das sein soll, eine Lupe oder keine Ahnung. Jedenfalls dann ändert sich der Mauszeiger und wenn man dann auf einen Gegner klickt, führt eben der Angriff genau auf diesen Gegner aus. Das heißt, man kann sich vorher schon einen Spell auswählen, der dann eben auf einen Gegner ausgeführt wird. 3 Teile brauche ich noch von denen. Ja, übrigens, mir läuft die ganze Zeit mein Hund nach. Den habe ich bei einer Quest bekommen. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wofür der gut sein soll. Geholfen im Kampf hat er mir leider noch nicht. Oh, ich habe da jetzt auch gerade einen Debuff aktiv. Da wäre ein Wechsel zum Priester nicht schlecht und den Debuff, dass ich den runter mache. Aber jetzt ist es sowieso schon weg. Ja, da gibt es ja genug Quallen. 2 brauche ich nur noch. Den Rest können die anderen Spieler haben. Jetzt nochmal der Versuch mit dem Schneesturm, der ja vorher leider nicht so gut geklappt hat. So, erste Questaufgabe erledigt. Jetzt geht es nochmal kurz zu den Einsiedlerkrebsen zurück. Hier haben wir auch schon einen. Ah, der Magier teilt schon ordentlich aus, aber man merkt auch, wenn einmal der Gegner herkommt, da dauert es nicht lange, bis der aus mir Hackfleisch gemacht hat. Das ist anscheinend ein Random Drop, der doch recht selten ist. Jetzt habe ich locker schon 5, 6, 7 von diesen Krebsen umgenietet und noch nichts bekommen. Noch immer nicht, vielleicht übersehe ich das nur auch. Das kann natürlich auch sein. Ja, und mit diesem Schneesturm kann ich hier den Bereich auswählen, wo der eben wirken soll. Das heißt, wenn ich den da jetzt nach hinten mache,
dann würde der gleich hier direkt die 2 treffen. Jetzt kann ich es aber nochmal probieren. Jetzt probiere ich 2 auf einmal. Und zwar die 2 nehme ich hier, jawohl. Das muss ja jetzt doch klappen. Ja, einer down. Und der nächste. Wo läuft der hin? Zu meinem Hund? Das kann ja nicht sein. Gerade sage ich noch, der macht nichts. So, da habe ich es gefunden. Einsiedlerkrebs, Fleisch. Jetzt muss ich hier wieder zu dem Polizisten zurück.